Hey Leute, ja, was geht mal wieder? Hier ist wieder YouTube Gamescom und na klar, nicht alleine, sondern wieder ein bekanntes Gesicht. Ja, der Lars Goldfisch, ganz klar, der ist am Start und neu der Kevin Player, Number One. Wer war das? Hallo. Ich hoffe, ach, das war dieses kleine Kind. Gott sei Dank, ich habe mich vorher erschrocken gerade. Wunderbar. Ja, ich begrüße euch zu diesem Commentary heute. Das letzte Commentary, was ich heute mache auf YouTube, bevor ich jetzt eine Woche arbeiten gehe. Werde aber trotzdem jeden Tag ein Video hochladen für euch. Und ja. Dein Video ist auch dabei. Was? Du kannst mir die Quote genauer sagen, wie meine Quote gerade war. Ja, also die Quote, die war, ich weiß jetzt gerade nur noch meine KD, die war 20%. 20, irgendwas, ich weiß nicht mehr. Also wirklich der Lars Goldfisch. Es geht wirklich auf der Map ab. Und das ist wirklich ein Meister im Snipen. Das muss ich wirklich nochmal erwähnen. Wir haben ja mal auf der Map Dome gezockt, MW3. Und da haben wir so ein Sniper-Duell gemacht. 1 vs 1. Klar, ich habe die Sniper auch genommen, Pistole noch. Und plötzlich kommt Lars Goldfisch und schießt mich da ab wie ein Profi. Und plötzlich dachte ich mir, ach du Scheiße. Ich treffe ja gar nichts. Irgendwann mal 27 zu 0 und plötzlich piepst da irgendwas. Ich dachte, was ist los hier? Was ist das? Und dann machst du die piep, piep, piep und dann explodiert die ganze Map Dome brennt und dann wurde die Mob gezündet von Lars Goldfisch. Das ist der da Ja, oben. Standard, Leute. Ja, ich wurde. Nein! Oh, die Quote war gerade 5% und jetzt nur noch 2,50. Nein! Oh, jetzt habe ich. Ich habe der Tanja geguckt, ob wir zwei Einheiten schaffen können. Oh. Lars. Ich bin froh, dass ich überhaupt was abknall. Egal. Kevin Player, bist du ein PSN-Freund von Lars Goldfisch? Ja. Ah, cool, Ja, Mann. wir kennen uns persönlich auch. Ah, auch persönlich, ist cool, natürlich. So. Oh, Kevin, Alter, ich speichere das Video, wie ich gerade abging, Mann. Jetzt kann sie es ja noch mal beweisen hier. Oh, den gleichen noch mal, den gleichen. Dieser Wett, wie heißt dieser Wett-Mannalane? Ah, ey, ich habe einen Sniper-Schützen. Kommt alle mal zu mir, alle zu mir. Kommt alle mal zu mir, alle schnell zu mir. Ich bin in dem Häuschen, ja genau. Nein! Hau rein! Oh, hast ihn gesehen? Ich wollte Ich den Kick klauen. wollte, dass du von hinten kommst. Da hätten wir ein bisschen Fang gemacht. Oh, da ist noch einer. Fast gestorben. Oh, ich hab dich gerettet, aber. Oh, im Tresorraum. Ja. Helikopter. Ja, ich hab die Drohne freigeschaltet. Ich hab die Drohne. Alter, nein. So, Drohne setzen. Bitte, ich habe keinen Helikopter. Cool. Bitte. Mir fehlen noch richtig wenig Punkte. Wo bist denn du? Bro, Dragon, Fire und Boom. Ja. Bro, noch ein Abschluss. Komm, das schaffst du, Lars. Also, ich darf nicht sterben. Abschuss! Bro, wenn ich sterbe, ich heule. Lars, das will ich hören. Komm, Lars Goldfisch, machst du. Komm, noch ein Kill. Ja! Nein! Du hast ihn geschafft. Ja! Noch ein. Rein. Tarn Helikopter mit noch was Geiles. Ey, gut, Lars. Kommt rein. Auf jeden MQ-27 Fall. Dragonfire eingesetzt. Pro-Gamer? Ja, der Pro-Gamer. Du bist echt ein Pro-Gamer. In jeder Lobby, wo du bist, in jeder, oder fast jeder, bist du ganz oben. Muss mich erst an Black Ops 2 gewöhnen. Ach so. Ach so, ich finde keinen. So, wie viele Kills hast denn du denn? 21 Abschlachtung, 2 Tode, Quote 10,50. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, da ist der. Wie heißt du eigentlich genau? I Kevin Player. Das ist ja noch ein Strich davor. Nein, L. AL Kevin Player. Also, du kannst den gar nicht Kevin Player nennen. Ah, nenne ich ihn Kevin Aber Player. nur. Man sieht ja dann die ID. So, du Feindlicher hast Angriff ganze in zwei Abschlachtungen, drei Tode und eine KD von 0,67. Feindlicher
Ja, das kenne ich auch. Habe ich auch schon oft erlebt. Nein, nicht sterben. Hau rein. Da ist einer. Ach, dieser Camper. Feindliche Vorräte unterwegs. Ach, so muss mein Teil gekoppelt hin. So. Ja, weg hier. Bleib bei mir. Bleib bei mir, ja. Krass, das ist ja eine Kiste. Aber ich mag nicht mehr, das war nicht. Cool, ich habe eine Kiste. Eine Drohne. Cool, die nehme ich mir jetzt mal. Drohne erwartet Befehle. Okay. Die Drohne nähert sich. Cool. Was? Mann, Lars, Goldfisch, klau nicht die ganzen Kills. Oh, sorry. Ich stehe hier ab und Spaß. Rum. Mich Hook reißen. Klar, pfeift zu. Wo ist der Helikopter? Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Steht bevor. Boah, Alter, was ist das hier? Dreimal Lars Goldfisch. Und, oh. Ich bin wieder tot. Vorräte unterwegs. Trotzdem 38-4. Ja, das ist gut. Bitte was geil. Komm schon. Ja. Zwei auf einmal. Noch ein, komm. Jawoll. Läuft doch. Da ist ein Sniper-Schütze, Alter. Den gebe ich jetzt einen Headshot. Er ist erledigt. Klar, so erledigt. Aber ich auch gerade gestorben. Mhm. Da hatte ich einen Kill. Ja? Und bin 30 Mal gestorben. Ja, das kenne ich. Das habe ich auch schon oft gehabt. So, jetzt haben wir fast die maximale Speicherkapazität erreicht. Und ich denke einfach mal, wir beenden jetzt das Video und schauen trotzdem nochmal auf die Scoreliste. Ganz oben ist der Lars Goldfisch mit 3500 Punkten, 45 Abschlachtungen, 5 Toten und einer Quote von 9,0 und... Warte, ich hab Wächter. Du hast Wächter? Ja, komm Leute, dann warten wir noch schnell. Stell das Ding noch schnell hin. So. Ah, dieses Zeug da. Ja, Wächter da auch platziert. Und jetzt haben wir noch den Kevin Player 1 hier. Mit ganzen 650 Punkten, 6 Abschlachtungen, 6 Tode, einer Quote von 1,0 und YouTube Gamescom mit einer Punktezahl von 1370, 13 Abschlachtungen, 9 Tode, Quote von 1,44. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal, haut rein Leute, ciao.